Willkommen zurück zu Minecraft Hexit, deine Abenteuerwelt. Das letzte Mal sind wir in diesem Haus, was wir jetzt aus der Ferne sehen, gewesen, haben jede Menge Reichtümer da rausgeholt. Übrigens, ich habe das in einigen Videos letztens schon erwähnt, meine Stimme ist im Moment ein bisschen angegriffen. Ist zwar auf dem Weg zum Besseren, aber ist noch nicht so ganz ausgeheilt. Also falls es, ich hoffe, dass es jetzt einfach mal klappt. Ich versuche es heute mal wieder. Ein paar Tage habe ich jetzt ausgesetzt, aber jetzt müsste es eigentlich wieder funktionieren. Wir sind bei unserem Freund, dem Turmgolem, wieder angekommen und der scheint irgendwie in Flammen zu stehen. Also, warum auch immer er in Flammen steht und warum auch immer er sich nicht mehr rührt, aber er scheint wirklich... Keine Ahnung, ist er jetzt am Rumbacken oder was ist da los? Also wir haben letztes Mal festgestellt, dass der sich auf jeden Fall immer dann rührt, wenn man eine Truhe... die in seiner Nähe steht, öffnet. Das heißt, das war nicht nur diese Truhe, die letztens auf diesem roten Turm aus Netherrack stand, sondern auch die Truhe, die in diesem Haus war. Als ich die aufgemacht habe, ist dieser Turmgolem aktiv geworden. Und jetzt brennt er, aber das Feuer scheint ihm nichts auszumachen. Also irgendwas ist hier jetzt verbuggt. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob uns das in irgendeiner Art und Weise noch nützlich sein könnte. Das... kleine Risiko, was wir jetzt haben, ist, dass wir hier bis Oberkante Unterlappe, Lippe, Oberkante Unterlippe mit Rucksäcken und natürlich mit erbeutetem Material zu sind. Und das müssen wir erstmal irgendwo unterbringen. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt eine schöne, gemütliche Hütte, wo wir diese Sachen unterbringen können. Wo jetzt auch nicht so schnell irgendwas passiert, das leuchten wir erstmal aus. Das hier oben machen wir zu. Wir machen es uns jetzt hier in Windeseile ein wenig wohnlich. Holz haben wir genug da. So, hier ist erstmal zu. Dann machen wir uns eine kleine Crafting-Truhe, die wir uns in die Ecke stellen. Ein Bett können wir hier auch reinstellen. Hier können wir erstmal schlafen gleich. Die Leiter können wir auch wegmachen. Die brauchen wir nicht, weil wir nämlich nicht mehr hochklettern werden. Was wir auf jeden Fall haben müssen, ist eine Tür, dass wir das Ganze hier ein bisschen sichern können. Denn wenn wir uns in diesem Haus aufhalten, dann soll es halt auch sicher sein. Gerade dann, wenn wir unsere ganzen Sachen dort unterbringen wollen. So, eine kleine Treppe möchte ich hier aber auch noch haben. So ein bisschen Luxus muss halt sein. Eigentlich hatte ich schon so einen Plan gehabt, wenn dieser Turmgolem jetzt weiter aktiv gewesen wäre. Weil er ist ja, wie gesagt, durch diese Truhe aktiviert worden. Dann wollte ich jetzt eigentlich schon in irgendeinen anderen Chunk laufen, sodass der Turmgolem wieder... in einem nicht mehr aktiven Chunk liegt, um zu warten, dass er wieder still in einer Ecke steht. Aber das tut er jetzt schon. So, ich lege mich mal eben schlafen. Wir legen uns mal eben schlafen und dann packen wir erstmal alle Sachen, wie gewohnt, hier in Truhen rein. Wir machen uns... ich bin immer schon dafür, dass wir große Truhen haben, damit wir im Zweifelsfall auch immer genug Platz haben. Diese Häuser, in denen wir uns provisorisch aufhalten, sind doch... häufig sehr, sehr klein. Was haben wir jetzt eigentlich in diesen Rucksäcken drin? Wollen wir nochmal eben ganz kurz gucken. Also, bis zum Bersten voll. Wir haben hier noch einen einzigen Water Arrow, aber wir haben auch Electric Stuff da. Wir haben Dark Stuff, also zwei Zauberstäbe, mit denen wir auf jeden Fall irgendwas machen können. Dann haben wir uns hier so ein Diamond Dagger geholt aus dem Herrenhaus kürzlich. Lohnrut, was haben wir sonst also hier? Leder, damit können wir uns eventuell einen Rucksack machen. Müssen wir mal gucken, ob das reicht. Wir haben auch noch, das darf man auch nicht vergessen, wir haben jede Menge Sprengstoff hier, den wir ganz sicher auch noch irgendwo verwenden können. So, Essen haben wir eigentlich noch genug da. Wollen wir mal so ein bisschen aufstocken hier, dass wir nicht doch möglicherweise irgendwann verhungern. Aber eigentlich sieht es ganz gut aus. Das Einzige, was ich persönlich mir mehr wünschen würde, sind Pfeile, weil Pfeile haben wir hier irgendwie so gut wie gar nicht. Wie gesagt, nur diesen einen Water Arrow und 11 von den normalen Pfeilen. Aber... ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir ja auch gar nicht so viele Pfeile. Haben wir eigentlich unterschiedliche Bögen hier? Das ist ein Longbow, das ist normaler, sehe ich gerade. Oder Rainforest Bow, das ist ein Longbow, ein langer Bogen. Na gut, wieso auch nicht? Flintstone haben wir jetzt hier nicht, ne? Feuerstein. Das hätte ich gesagt, weil wir haben hier jetzt ein paar Federn, das hätten wir einfach noch ein paar Pfeile machen können. Aber vielleicht brauchen wir das Ganze hier auch gar nicht. Einmal nochmal Truhe auf, also den Rucksack haben wir gecheckt. Wir gehen nochmal eben... ganz kurz die Rucksäcke hier durch, das ist immer so eine Sache, dass man sich erstmal wieder, wenn man längere Zeit nicht gespielt hat, das war bei mir jetzt der Fall, dass man sich erstmal wieder auf den Stand bringen muss, was hat man eigentlich und was nicht, was kann man spontan gebrauchen und das lässt man besser einfach beiseite.
Hier haben wir noch so einen Hookshot, wobei ich noch nicht so richtig weiß, was man damit machen kann. Aus diesen Sachen, aus diesen Essenzen kann man Pfeile machen. Und ich habe jetzt gerade überlegt, wieso denn eigentlich nicht? 8 Pfeile können wir doch auf jeden Fall aus der Darkness-Essenz machen. Das haben wir ja gelernt, wie das funktioniert. Und das werden wir jetzt auch tun. So, zack. Darkness Arrow. Die Pfeile der Dunkelheit. Cool, wie das hier runtertropft irgendwie. Also wenn ich jetzt so meine Stimme höre, ist sie doch etwas tief. Also ganz so tief ist sie normalerweise nicht. Das liegt doch noch ein bisschen an der Erkältung. Aber ich glaube, du kannst mich ganz gut verstehen und... So, wo laufen? So, hier haben wir auch noch alle möglichen Sachen drin. Hier haben wir auch noch jede Menge Eis-Stuff, Electric-Stuff. Das sind super Sachen, die wir auch gut verwenden können. Ich überlege gerade, ob wir uns mit diesem Healing-Stuff auch selber heilen können. Ich weiß gar nicht, ob und wie das funktioniert. Ich nehme den einfach mal mit, vorsichtshalber, um dann etwas auszuprobieren. Zöger jetzt aber, hier alles mitzunehmen, weil sollten wir sterben und sollten wir unsere Items aus irgendwelchen Gründen nicht wiederbekommen, dann wäre es total schade, wenn wir wirklich auf einmal jetzt alles verloren hätten. Dann haben wir noch die Hexical Essence. Ja, was soll's. Ich glaube, so wie wir sind, können wir erstmal ganz gut losziehen. Den Rucksack packen wir hier rein. Ich glaube, hier haben wir noch nicht ganz so viel drin. Oh, diese coole Axt haben wir da drin. Ja, okay. Also wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Diesen Rucksack nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Aber wir müssen es halt so machen, dass wir die Sachen hier rausholen und erstmal hier in diese Truhe packen. Das ist jetzt für einen relativ überschaubaren Zeitraum unser Zuhause. Oh, hier hätten wir noch ein paar Pfeile machen können. Ein einziger Feuerstein. Naja, was soll's. Also mit einem Feuerstein kann man auch nicht viel machen. Lassen wir das einfach mal in der Truhe, den Rucksack. Der Rucksack müsste jetzt leer sein, genau, das ist er auch. Den packen wir hier hin, für den Fall, dass wir nochmal was mitnehmen wollen. Die Schallplatte brauchen wir auch nicht wirklich, Leiter auch nicht. Ich glaube, hier können wir erstmal wieder wunderbar aussortieren, irgendwann an einem gewissen Tag X. Aber mit den Sachen, die wir haben... Wieso habe ich eigentlich keinen Brustpanzer? Wieso habe ich den nicht? Wollen wir einfach diesen Goldpanzer mitnehmen, auch egal, oder? Nehmen wir einfach mal den goldenen Brustpanzer mit, keine Ahnung, wie lange der hält... Aber dann haben wir den auf jeden Fall schon mal verbraten und er liegt nicht sinnlos in der Gegend rum. Ich glaube auch, so wie wir jetzt aufgestellt sind hier, sind wir ganz gut geschützt. Das reicht auf jeden Fall aus. Huch. Und wie gesagt, zurück zu unserem Freund, dem Turmgolem. Also er steht da immer noch. Und unseren Fluchtweg kennen wir ja. So, also der... bewegt seine Arme und wir haben letztes Mal hier reingeschaut, glaube ich. Das werden wir jetzt definitiv nicht tun. Und ich werde mich jetzt mal langsam... Boah, der hat hier echt alles kaputt gemacht. Huch. Ich glaube, wir werden hier mal eben so eine kleine Treppe bauen. Und hier so ein bisschen den Weg frei machen für den Fall... dass wir vielleicht doch noch unverhofft ganz schnell flüchten müssen. Was übrigens auch sehr wichtig ist, dass wir hier so ein bisschen so einen kleinen Schutz... wenigstens so einen kleinen Schutz machen. So. So. Und... Okay. Okay, er ist wieder aktiv. Jetzt wird er sauer, jetzt wird er sauer, jetzt wird er sauer. Huhu. Komm doch mal da raus. Ich hatte jetzt gedacht, den können wir vielleicht da runterschubsen. Ich überlege jetzt gerade, ob wir das nicht vielleicht doch irgendwie machen können. So ein bisschen hat dieser Typ auch seinen Schrecken verloren, finde ich. Nachdem ich am Anfang noch sehr erschrocken war. Hier kann der uns ja nichts, oder? Sonst muss ich hier wirklich nochmal so einen Steinwall aufbauen. Also hier kann er uns nichts. Ich setze hier mal vorsichtshalber, das ist ja unser Haus, wo wir die Items drin haben. Hier setze ich nochmal so ein bisschen... Ist ja unser Haus, ne? Ja. Hier werde ich nochmal ein paar Steine hinsetzen. So als Schutz sollte der von da hinten irgendwie an diese Ecke schießen. Aber das macht er sowieso nur dann, wenn ich da auch wirklich stehe. Wenn wir da auch wirklich stehen... Wie gesagt, der Typ hat so ein bisschen seinen Schrecken verloren und ich überlege mir jetzt schon, ob wir den irgendwie da runterschubsen können. Ich habe nämlich die Schnauze voll von dem Kerl und ich würde den jetzt echt gerne runterschubsen. Was hast du denn jetzt für Sorgen? Mein Gott, stell dich mal nicht so an.
Fertig jetzt? Also das, was wir jetzt brauchen, sind Steine. Wir müssen Steine haben, um uns da irgendwie so ein bisschen halbwegs geschützt an den heranzutasten. Der wird uns jetzt vielleicht noch ein paar Mal treffen, während wir hier auf diesem Feld nach Stein graben. Aber wir brauchen einfach Steine. Jetzt sogar noch ein bisschen Eisen dabei. Ein bisschen Eisen können wir eigentlich dann auch noch bei der Gelegenheit einsammeln. Also, wir müssen jetzt halt ein paar Steine haben, um uns selber mit Steinen abzusichern. Da hat er schon wieder fast getroffen. Wie gesagt, ist nicht schlimm. Ist jetzt bestimmt auch kein Drama, wenn wir ein bisschen tiefer gehen. Dann kann er uns damit nicht mehr treffen. Weil er kann zwar durch die Steine durchschießen, beziehungsweise er kann die Steine beschädigen. Aber nach meiner Interpretation dürfte er uns dann eigentlich erst beim zweiten Mal treffen, wenn er zweimal auf die gleiche Stelle schießt. Das erste Mal, beim ersten Schuss, macht er die Steine kaputt und erst beim zweiten Schuss würde er uns treffen und dann hätten wir halt noch genug Zeit, um uns in Sicherheit zu bringen, wenn die Steine um uns herum kaputt gehen. Ich habe noch keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber irgendwie wird es funktionieren und ist der aber auch böse. Der schießt jetzt die ganze Zeit, hier geht nichts kaputt. Also wir sind hier total geschützt zwischen diesen Steinen. Und irgendwie muss das doch für uns zu nutzen sein. Irgendwie muss das doch nützlich für uns sein. Ich weiß es ja nicht, ich würde es gerne ausprobieren. So, wie viele Steine haben wir denn jetzt? Reichlich, mehr braucht man nicht. So, jetzt gehen wir mal eben vorsichtig gucken, wie sieht's aus. Wo ist der Typ? Da ist noch eine Truhe. Wo ist der denn? Alter, ich muss da hin. Ich muss da hin. Wir müssen da hin. Da ist eine Truhe drin. Komm doch mal da raus, du Blödmann. Wie viel hat der denn noch? 231. Der hat noch über die Hälfte, der Blödmann. Wie viele Pfeile haben wir denn? Wollen wir erstmal die Pfeile jetzt abschießen? Ach, was war das denn? Hör schon auf zu brennen. Ist ja gut jetzt. So, jetzt müssen wir uns jetzt wieder so ein bisschen erholen. Wieso hat das mit den Pfeilen gerade nicht geklappt? Muss doch funktionieren. Wo ist der Blödmann denn jetzt da? Aua. Nein, der soll hier ruhig ein bisschen schießen. Er macht die Steine aber nicht kaputt. Die brennen nur. Also er macht diese Steine nicht kaputt. Und deswegen muss da doch was zu holen sein. Deswegen muss das doch möglich sein, diesen blöden Penner hier irgendwie... Er macht die Steine nicht kaputt, oder? Kann er die kaputt machen? Nein, ne? Oder kann er sie kaputt machen? Bringt noch nicht viel, was du da gerade machst. Ist ja gut. Ist ja gut. Brenn mal schön. Erstmal wichtig, dass du erstmal brennst. Das ist erstmal eine der wichtigsten Dinge hier. Ah, der kann uns nichts. Der kann die Steine nicht kaputt schießen. Also das, wir haben hier eine reelle Chance. 189 hat er noch. Nicht mal mehr die Hälfte. Nicht mal mehr die Hälfte. So, es wird dunkel. Wollen wir erstmal pennen gehen oder wollen wir jetzt einfach nachts weiter kämpfen? Wir kämpfen, glaube ich, nachts weiter, oder? Den blöden Affen können wir auch im Schlaf erledigen. Auch wenn es vielleicht doch etwas schwierig ist. Ich meine, es ist immerhin Endgegner. Also so ein... Nein, Endgegner nicht. Ich sage immer Endgegner. Ein Monsterboss. Das wollen wir ja nicht vergessen. Aber trotzdem wirkt er auf mich irgendwie dämlich. Obwohl ich jetzt gestehen muss, ich weiß gerade nicht, wie es weitergeht. So, gehen wir erstmal ein bisschen runter. Was haben wir denn hier? So, sind wir erstmal hier runter. Das waren Pisten oder was? Eine kleine Treppe. Huch. Ja. Ist ja gut. So, jetzt machen wir das hier erstmal schön zu. Was war da eigentlich nochmal? Guck dir das an. Wir können, während dieser Turmgolem da rumläuft, können wir nichts aus der Truhe rausnehmen. Das geht nicht. Ich kann das nicht da rausnehmen.
Wie ist das denn, wenn ich die jetzt kaputt mache? Kaputt machen kann ich sie. Dann kann ich die Sachen aufsammeln. Also ich kann die Sachen nur aufsammeln, wenn ich die Truhe kaputt mache. Und das haben wir jetzt getan. Der ist aber auch sauer. Leider ist er doof wie Brot. Aber das sagte ich ja schon. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Holz hier wegkriegen. Dass hier nicht ständig irgendwas brennt. Jetzt machen wir uns hier so einen kleinen Korridor. Was ist nun? Aber das Holz, das machen wir erstmal hier weg. Dass hier nichts mehr brennen kann. So. Es scheint gerade wieder etwas friedlich zu sein. Wo ist er denn? Da. Der pennt, der hat das Auge zu. Er hat das Auge zu. Ist er gerade runtergegangen? Wo ist denn der Blödmann jetzt? Wieso? Wo steht der denn? Können wir den irgendwie schubsen? Wo steht der denn? Ein bisschen ausleuchten hier, das Ganze. Okay, der steht direkt am Rand. Der steht direkt am Rand, der Blödmann. Alter. Wir müssen von der anderen Seite daran gehen. Irgendwie müssen wir von der anderen Seite daran. Ich guck mir das mal gerade an. Ich weiß es jetzt im Moment gerade nicht so richtig, wie wir den am besten... Natürlich müssen wir aufpassen, dass wir selbst jetzt hier nicht runterfallen. Weil das wäre jetzt natürlich saublöde. Wir müssen auch jederzeit darauf gefasst sein, dass der Typ eventuell uns gleich nochmal auf den Sack geht. Natürlich, was jetzt noch dazu kommt, sind diese blöden Spinnen, die jetzt auch noch durchaus ein Nervpotenzial haben und die auch gleich hochkommen. Ich würde ihn gerne runterschubsen, aber der Winkel ist nicht ganz optimal und ich befürchte, wenn ich jetzt einen Stein direkt neben dem kaputt haue, dass er dann wieder wach wird. Für den Fall, dass das passiert, ne? Wir sind ja nur nicht ganz doof. Glaube ich jedenfalls nicht. Wir werden hier mal so einen kleinen... eine kleine Mauer bauen. Damit wir hier nicht irgendwo runterfallen. So. Wollen wir einfach mal hauen? Meine, wie kann das nicht passieren? Jawohl! Jawoll! Jawoll! Ich hab ihn runtergeschubst! Wir haben ihn runtergeschubst! Jetzt haben wir nur noch ein paar Spinnen, die nerven könnten. Ja, genau! Brenne! Brenne! Jawoll! Wo sitzt der Idiot? Wo ist er denn? Wieso kann ich denn das jetzt...